Mut zur dienenden Hingabe. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir hören heute, während sie auf dem Weg hinauf nach Jerusalem waren, ging Jesus voraus. Die Leute wunderten sich über ihn, die Jünger aber hatten Angst. Da versammelte er die 12 wieder um sich und kündigte ihnen an, was ihm bevorstand. Gestern habe ich vom alten Teddybären gesprochen, den das Kind hergeben darf, um von Jesus reich beschenkt zu werden. Es sind schlechte Abhängigkeiten, Bindungen, Gewohnheiten und schlechte Wünsche. Auch die Jünger hatten solch einen Teddybären. Es war das starke Verlangen nach Erfolg, Karriere und den ersten politischen Plätzen. Einmal klagte ich bei meinem Beichtvater über meine Ungeduld, dass ich bei meinem Wirken so wenig Erfolg bemerke. Er verbesserte mich sofort und sagte, im Glauben gibt es einen Erfolg in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, im Dienen und in der Hingabe des eigenen Lebens. Auch wenn man nicht sofort Früchte sehen kann. Jesus ist uns diesen Weg der dienenden Hingabe mutig vorausgegangen. Er wusste, dass in Jerusalem Leiden und Tod auf ihn warten. Doch er schreckte nicht davor zurück, sein Leben für uns hinzugeben, wie der heilige Paulus auch schreibt. Jesus erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuze. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Die Jünger lernten schnell von Jesus, ihr Leben im demütigen Dienst für die anderen hinzugeben. Dafür bekamen sie im Himmel als Apostelfürsten die ersten Plätze und freuen sich über den großartigen Tausch, den sie in ihrem Leben gemacht haben. Mir nach spricht Christus unser Held. Mir nach, ihr Christen alle. Verleugnet euch, verlasst die Welt, folgt meinem Ruf und Schalle. Nehmt euer Kreuz und Ungemach, auf euch folgt meinem Wandel nach. So lasst uns denn dem lieben Herrn mit unserem Kreuz nachgehen und wohlgemut, getrost und gern in allem Leiden stehen. Wer nicht gekämpft, trägt auch die Krone des ewigen Lebens nicht davon. Himmlischer Vater, nimm von uns alle Ängste, Jesus nachzufolgen im selbstlosen, demütigen Dienst. Hilf uns, mutig unser Leben hinzugeben für unsere Mitmenschen, damit auch sie Jesus finden und so die ewige Freude im Himmel erlangen können. Und im Namen der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der priesterlichen Vollmacht, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, dein Erzengel Michael, Gabriel und Raphael und alle Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmacht dich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch, eure Familien, eure Häuser und Arbeitsplätze getroffen haben, und setze euch frei davon. Dem Namen Jesu trenne ich alle negativen Bindungen von euch ab, an Personen oder Dinge, an die ihr vielleicht noch gebunden seid, und setze euch frei davon. Und berge euch in den heiligen Wunden Jesu, der Liebesflamme Mariens, im Kraftfeld der vereinten Herzen Jesu und Mariens. So segne, heile und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und euch allen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag.